2024 hört eine ganze Ära auf. Wir laufen auf eine Cookie-Apokalypse zu und heute spreche ich mit Miriam Betancourt darüber, was Unternehmen dagegen jetzt schon tun können. Meine These ist, dass das Google-Universum, wozu YouTube gehört, weniger von dieser sogenannten Cookie-Apokalypse betroffen sein wird. Und wie diese Cookie-Apokalypse aussieht, darüber reden wir jetzt. Ganz genau. Lass uns mal tiefer eintauchen, denn wie gesagt, viele erinnern sich noch an iOS 15 oder 15 oder 14.5 und dann hat es plötzlich aufgehört zu funktionieren für ganz viele Unternehmen. Seitdem habe ich bei mir in der Agentur, weil wir Werbeanzeigen machen auf Social Media, häufig die Frage, ja, aber das Tracking funktioniert nicht mehr richtig und wir wissen gar nicht, wann wir was verkauft haben oder wann zum Beispiel ein Lead abgeschlossen ist und da herrscht sehr viel Verzweiflung seitdem. Und jetzt droht uns etwas ganz Ähnliches Ende 2024. Aber Miriam, du hast gesagt, du kannst uns besser erklären, was da auf uns zukommt. Ja, also Datenschutz ist etwas, was immer stärker und strikter geworden ist in den vergangenen Jahren und wo sich auch die US-amerikanischen Unternehmen einfach mehr mit auseinandersetzen müssen. Was eben Google schon 2023 machen wollte, das ist sozusagen die Information der Cookies über den Chrome-Browser nicht mehr zulässt. Also Chrome ist der Browser aus dem Google-Universum, ist der am häufigsten verwendete Browser weltweit übrigens. Und diese Cookies sind, ja, ich nenne es mal so kleine Datenpaketchen, die, wenn du von einer Anzeige oder von Facebook auf eine Webseite gegangen bist und dort irgendetwas gemacht hast, hat dieses Datenpaketchen Cookie sozusagen das, was du getan hast, dieser Anzeige rüber informiert. Das heißt, der Werbetreibende konnte sehen, hast du gekauft, hast du dich ja eingetragen, was hast du da gemacht? Jetzt kommt eben Google und sagt, wir werden auch diese Cookies abschalten. Sollte, wie gesagt, schon 2023 stattfinden. Dann haben sie gesagt, sie machen es im Januar 2024. Jetzt ist es auf das vierte Quartal 2024 verschoben. Es sind aber schon manche Browser abgeschaltet. Also das läuft schon. Das heißt, die Algorithmen, vor allem wenn man eben wie Facebook darauf angewiesen ist, sozusagen auch von anderen dritten Parteien die Daten zu bekommen, werden die immer blinder. Und das wird meiner Meinung nach die nächste Cookie-Apokalypse sein, die, wo vor allem Plattformen wie Meta, also Facebook und Instagram drüber leiden werden, weil sie eben nicht genau sagen können, was ist der richtige Zeitpunkt, wo der andere eine bestimmte Handlung machen will. Und das ist im Google-Universum anders. Du hast natürlich recht. Wenn ich gerade auf LinkedIn mir irgendwas ansehe, egal ob ich es aus Langeweile tue oder weil ich durch die Gegend surfe und jetzt mir ein Profil von jemandem angesehen habe und dann kommt da so eine Werbeanzeige ums Eck, dann überfällt mich die ein Stück weit, ne? Ein Stück weit, es ist Ambush-Marketing. Ne? In meinem sozialen Umfeld, wo ich mich gerade gemütlich aufhalte oder wo ich vielleicht gerade mit einer Kollegin chatte, da kommt das ums Eck. Gleich ist es auf Instagram, gleich ist es auf Facebook. Und dann ist es natürlich so eine Sache, das passiert ja alles innerhalb dieser Plattformen im Moment. Ne? Das sind ja lauter Walled Gardens. Und dann gehe ich raus auf eine Webseite und sage, hey, das interessiert mich. Du wirst mein neuer Elektrizitätsanbieter oder das interessiert mich. Vielleicht ist das die neue ideale Jeans für mich mit dem Perfect Comfort Sit oder irgendwie so. Und dann ist natürlich wirklich die Frage, was dann noch mitgegeben wird. Und jetzt sagst du, ja, Meta und Co. werden blinder werden, weil sie das eben nicht mehr sehen werden. Warum denkst du, dass es bei YouTube-Anzeigen, die ja auch preislich in einem ganz anderen Feld spielen, dass es dort anders sein wird? Bei YouTube, natürlich, wenn du von einer YouTube-Anzeige dich von der Plattform raus entfernst, dann ist natürlich auch Google blind, wenn sie nicht getrackt werden darfst. Ja, das ändert sich nicht. Was aber meiner Meinung nach mit YouTube du eben machen kannst, ist, da kann man wirklich die Vorteile der guten Zielgruppentargetierung voll ausspielen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, deine Anzeige Leuten zu zeigen, die von sich aus auf der Videoplattform gerade zeigen, dass sie sich für dein Thema interessieren. Also wir können deine Anzeige vor bestimmten Videos schalten,
die die Leute von sich aus anschauen wollen und wo du etwas zu dem Thema anzubieten hast. Oder wo kein Tracking draus gehen wird. Also zum Beispiel Android ist ein Betriebssystem, was auf vielen, vielen Smartphones drauf ist. Und ich habe auch so ein Android-Smartphone und ich habe Apps da drauf. Ja. Und weil diese Apps über den Google Play Store runtergeladen wird, weiß Google, welche Apps du auf deinem Smartphone hast. Und zum Beispiel, wenn jemand sich eine Weight Watchers App runterlädt, dann will der abnehmen, sonst hätte der sich nicht runtergeladen. Oder wenn sich jemand eine Tinder-App runterlädt, dann sucht er keine Katze. Ja, so, so vermutlich. Das heißt, wenn jemand sich zum Beispiel diese Weight Watchers App runtergeladen hat, können wir diese Leute, die diese App runtergeladen haben, zum Beispiel mit einem Abnehmprodukt targetieren. Das heißt, der Zeitpunkt, die Leute wirklich genauer abzuholen, das ist eben auf YouTube so viel besser möglich als auf allen anderen Plattformen. Und das sind so das sogenannte First Party Data, was eben YouTube da zur Verfügung steht. Die müssen sich nicht wie Facebook diese Daten von der dritten Seite holen. Die haben das auf ihrer Plattform. Und das ist meiner Meinung nach etwas, was Leute, die YouTube-Anzeigen schalten, voll ausspielen werden. Eins ist klar, es verändert sich immer etwas. Und jede Situation, die sich verändert, kannst du zu deinem Vorteil nutzen, wenn du sie verstehst. Jede Krise und diese Cookie-Apokalypse wird für viele Werbetreibende eine Krise sein, kannst du nutzen, um als Gewinner daraus zu gehen, weil viele das nicht verstehen und die werden abgehängt werden. Oder du siehst, okay, die Landschaft hat sich verändert. Wie kann ich auf diese Landschaft reagieren? Und dann wirst du da als Gewinner rausgehen, wenn du dich diesen Veränderungen anpasst. Und sie werden massiv sein. Das finde ich ein sehr, sehr gutes Schlussstatement. Sehr nah an dem, was ich nämlich sagen würde. Jede Form von Veränderung fordert unsere Kreativität. Und das ist das Einzige, was wir quasi kostenlos zur Verfügung haben. Nämlich kreative Köpfe können jeden Tag frisch drüber nachdenken, was sie tun wollen und was sie nicht tun wollen.